Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Regnum EU. Ich bin jetzt gerade hier in einer Invasion. Wir haben schon 3 Edelsterne geholt. Ich habe ein paar Bilder gemacht. Könnt ihr auf einem Steam-Account anschauen. Und jo, jetzt bin ich bereit. Jetzt habe ich auch gegessen. Es ist ungefähr 12.59 Uhr. Ja. Und jetzt kann ich gerne ein bisschen Gameplay zeigen. Hier schön von Syrtis, diese Armen werden einfach ja, invasiert jetzt. Gut, da ist jemand. Okay, dann hat mich getroffen. Ah, das ist nur der. Okay, ist wahrscheinlich. So, also drinnen sind wir. Bin natürlich mit meinem Jäger, den ich momentan level, unterwegs. Also noch nicht so stark. Aber gut. Jo. So, kurz noch ein bisschen regenerieren. Dann können wir loslegen. Also so wie es aussieht, sind wenige Hürden online. Das ist gut. Wir können ein bisschen Erfolg haben. Also hatten wir schon, aber es könnte jetzt schwieriger sein. Deutlich schwieriger. Oder so. Wir könnten eigentlich den oben angreifen, aber der würde uns wahrscheinlich auch sehr viel Schaden machen können. Das Level 60er. Jetzt werden wir einfach mal kurz Feinde aufspüren und schauen. Südwest, okay. 3 verschiedene Klassen. Und 4 Magier, okay, 4 Magier. Ja. Schauen wir mal kurz ein bisschen. Wäre schwer, wenn die jetzt angreifen würden. Die trauen sich auch irgendwie nicht. Vom Eistempelerorden ist Zahnerschnittchen online. Okay, da ist ja mein Bitter. Was ist der genau? Nicht Offizier, sondern irgendwie ein anderer. So. Ja, jetzt passiert leider noch nicht so viel. Ich kann noch nicht. Okay, es greift jemand an. Gut. Können wir hier... Ah, die ist schon tot. Ito. Okay, es greift mich einmal an. Direkt mal. Auch ein bisschen. Hey, helft mir doch. Ich sterbe sonst. Ja, greift doch ihn an. Ah, oh, seid ihr wieder... Man stirbt das Jäger so schnell, ey. Und so starke Schützen. Okay, ein Jäger noch. Mann, greift sie doch an, wenn sie mich schon angreifen. Ich war nur 10 Meter entfernt. Ja, toll. Wirklich, auf unsere Mitspieler können wir nicht... uns verlassen. Gut, jemand kommt. Oh, nicht mal gesehen, hä? Ich wollte ja gerade kurz zeigen. Schauen wir gleich mal. Nur 30 und 40 Meter weg, oder? Oh. Kann man das kleiner? Natürlich null Chancen. Aber wie viele Magier haben die geschossen? Es waren so viele Schüsse und niemand hat eingegriffen. Na gut. Kann man halt nichts machen, also kleiner. Ich bin ja hier zum EXP bekommen und die bekomme ich so nicht, wenn die mich angreifen. Bisschen fade. Ja gut. Es passiert dann wieder nichts. Der Gen kommt, okay. Ja, kommt. Gut. Der Röschel, Nummer grün. Die Nummer grün. Die Nummer mit der Farbe. Kennt ihr das?
Ah, da sind wieder ein paar Leute. Ach, haut doch nicht immer ab von den Buffs. So. Ja? Ah, oh, hey, schieß! Mann, wieso schießt der nicht? Diese dummen Bugs immer. Manchmal kommt es so vor, als würde der Balken nicht wollen. Also der. Ich tue jetzt angreifen. Also ich tue jetzt vorbereiten. Ich komme, oder? Also der Cooldown. Es muss ja immer ein bisschen aufgeladen werden, die Attacken. Ist scheinbar immer noch so ein bisschen verbuggt. Also dass es abbricht, oder? Wir tun die Taste drücken und es bricht ab. Ich sage, jo, man verbreitet den Zauber vor. Wie heißt es? Ausführungszeit. Das war jetzt 3 oder 4 Mal so. Und auch, dass man manchmal mit der rechten Maustaste irgendwo hinklickt oder so. Das kommt auch immer wieder vor. Wieso haben sie das drin? Wieso? Wieso hat ein Spiel, das man mit der WASD steuert, nur eine Rechtsmaussteuerung drin? Das benutzt ja niemand. Niemand will mit der Maus steuern. Also, wieso ist die drin? Wieso lassen sie es drin, wenn es niemand nutzt? Das sind so Sachen, die mich einfach in der Regnung echt auf den Keks gehen. Also jetzt, seitdem ich wieder spiele, bin ich echt nicht ganz so zufrieden mit dem Spiel. Man merkt auch das Alte und das hat immer noch nicht motivierende Sachen erweitert wurden, oder? Irgendwelche ja, Ziele, Informationsposten oder so. Wo sind die Spieler momentan, die in unserem Reich sind oder so? Irgendwas. Man irrt jetzt ich schon 2 Tage herum und suche Spieler. Weil niemand wagt sich jetzt momentan viel. Also wir jetzt gerade in Isis haben einfach mal gesagt, wir machen am Mittag mal ja, Party unter den Syrten. Und wahrscheinlich noch einmal den Igen. Aber ja, leider. Ein Screenshot. Sieht man den Stein gut? Ah, wenn die Bewegungen so langsam sind. So, dann habe ich wieder 2 Bilder. Ich habe jetzt vorher Bilder noch gemacht, wo sie schon hinter unserer Mauer waren. Und vor der Mauer habe ich auch noch ein Bild, das kann ich hochladen. Und jetzt habe ich wieder 2 Bilder. Ich werde auch mal Bilder machen, wenn ein anderes Volk invasiert, wenn ich kann. Natürlich, dann werde ich natürlich sterben. Aber einfach mal ein paar Bilder auf Steam veröffentlichen, vielleicht kommen dann mehr Spieler online. Aber mich freut es, dass jetzt gerade momentan wieder alles besser ist. Wir sind ja immer unterlegen scheinbar. Und ja, ich habe einfach zu wenig Zeit zum Spielen, aber zwischendurch, wenn ich gerade kurz abschalten will und so, ist es perfekt. Aber eben, ja. Mich stört an Regnum halt am meisten, dass das Kampfsystem echt nicht actiongeladen ist. Dass man jo, schon Action hat, aber einfach viel zu wenig, weil man immer wieder gestunt wird oder so. Ist halt nicht gerade so tolle. Da muss vor allem die Leben und die Rüstung, die Stun-Abwehr und alles Mögliche, halt schon stark erhöht werden. Und halt die Stunts dann entfernt, also viele Stunts entfernt werden. Oder das Nebenbei-Spell-Effekt, dass zum Beispiel jeder 6. mal gestunt wird, am Boden fällt oder eingefroren wird oder so. Aber nicht. Ja, so wie es momentan im Spiel ist, bin ich ja schon seit Champions of Regnum nicht mehr so der Fan. Ich glaube, dort hat sich's langsam so gewechselt in Mega-Dauer-Stun wegen diesem War-Master-Ding. System, oder? Dort sind die heftigsten Stun.
Sans und ja. Genau. Haben wir noch ein bisschen XP, sehr gut. So. Ja, 698, okay. Ja. Der Edelstern ist schon ein bisschen weiter. Ja. Ach komm. Schon der Reed Castle, die bei denen schon. Ich will lieber kurz. Ich könnte eigentlich ab. Ja. Wir gehen kurz in die Stadt, auch wenn es ein bisschen langweiliger ist, aber ich kann da nicht gut überleben, wenn ich jetzt in Reed Castle gehe oder so. Jetzt zu wenige Spiele. Schnittchen seht ihr hier. Bin mir nicht mehr so sicher, aber ich glaube, ich habe relativ oft mit ihr geredet. Ist ja schon, wann war es, Juli, wo es dann immer wieder gecrashed ist. Jo, also mittlerweile habe ich auch wieder mehr Spaß am Spiel, also nebenbei. Invasionen sind immer noch ziemlich, ja, schwierig für mich. Ich tue einfach Monster kloppen, das macht mir scheinbar viel mehr Spaß. Das Monster kloppen. Weil ich einfach irgendwie, ja, Ausrüstung brauche und niemand handelt mehr. Und das Aktionshaus ist auch nicht gerade das, was ich brauche. Also die Items brauche ich fast nie. Wir könnten kurz zum Auktionshaus gehen. Ja. Bestmöglich schon mal gezeigt, was so abgeht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es noch reicht, nach Ignis dann zu gehen. So. Ich will ja bei den Tarzan auch ein bisschen dabei sein. Und Schlachten werden wir noch genügend sehen. Jo. Kein neues Kostüm. Bisschen spät, aber geht. Voll klar. Und ich will ja auch die Belohnung noch bekommen, genau. Also wenn man dabei war im anderen Königreich, dann bekommt man eine Belohnung. Stimmt das? Denke ich jetzt mal. Und die Belohnung ist, weiß nicht, 50.000 Geld oder so. Und vielleicht XP noch oder so. Also ich war ja letztes Video, das erste Video im neuen Jahr. Ja, dort, und dann habe ich irgendwas bekommen, gell? Weiß eigentlich nicht mehr was. Wird ja nirgendwo beschrieben, also ich kann es nur wissen, indem ich mitmache. Aber schade, dass die Community jetzt nicht unbedingt alles erklärt oder so. Auf einer Website, es gibt auch keine Liste mehr, wer wann oder wo angegriffen hat. Da müsst ihr auf Discord gehen und dann seht ihr das manchmal. Aber ich glaube auch nicht jedes. Komischerweise irgendwie. Wir können nachher kurz schauen, ich bin im Bildschirmmodus. Weil der Fenstermodus funktioniert nicht. In der Regnung. Jo. Und ich habe halt einen gelben Balken. Aber ich kann es nicht wegmachen, oder? Geh nicht weg. Doch, ist weg. Es funktioniert wieder. Okay. Man sieht es fast nicht, aber... Ja, manchmal ist halt Windows 10 halt richtig schlecht. Macht einfach einen gelben Balken. Aber gut. Also, dann wechsle ich nachher noch mal kurz. So. Fertig. Ja, auf die Schnelle habe ich jetzt auch nicht nachschauen können. Ich bin ein bisschen verwundert gewesen. Ich bin online gegangen, dann stand Syrtis Mauer wird angegriffen und ich dachte so, hä? Okay, Invasion, cool. Also, wir bekommen 1000 War Master Coins, okay, und 5750 Erfahrungspunkte. So, ein GG. Und ich gehe jetzt eben zum Marktplatz kurz noch. Aber zuerst schauen wir mal kurz. Ich frage mich, wieso
So, wo ist es? Status, oder? Ja. Invasionen werden nicht angezeigt. Ja. Ah, hier. Hier war es noch. Ja, Invasionen werden nicht angezeigt, nur dass wir hier. Ja. Die Edelsteine zurück im Altar haben. Ja, dass wir hier. Ah, invaded heißt der Invasion, ja. Also es heißt schon, aber es ist sehr unübersichtlich. Okay, verstehe. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Probleme gehabt beim Verstehen, was wo wie gemeint ist und so. Aber ja, ist klar. Okay, es ist einfach sehr auseinander. Es ist schon länger her. Okay, hier kommen wir gar nicht gut runter. Man rutscht ja so sehr in Regnung. Jo, jetzt habe ich einfach einen Toten und ein paar mitgering. Also, jo, ich habe mit Level 51 einfach noch keine Chance gegen so gute Spieler, die immer ständig spielen und das beste Equip wahrscheinlich bald haben. Da habe ich noch nicht so viele Chancen, aber ab und zu so verlangsamen, da irgendwie noch genau ihn sozusagen skillstunnen. Kann ich ab und zu. Aber ich finde es eben ein bisschen komisch, dass man als Neuling oder nicht so viel spielend einfach keine Chance hat. Aber man ist trotzdem dabei, wenn man halt verliert, dann verliert man. Und irgendwann ist man auch so stark wie die anderen. Kann aber dauern, leider im Regnen. Ist schon ziemlich unfair gemacht, dass man halt einfach Equip nicht gut farmen kann und so. Aber damit muss man leben und wenn man Leute hat, weil meine geht, dann geht es auch viel schneller. So, ich wollte schauen wegen einem neuen Bogen. Mit Level 51 plus, genau. Suche. Der Alastor-Bogen. Level 60 gibt es denn schon. Oder auch immer 55. Also als Level 60 halt jetzt. Okay, dann gibt es keinen. Eben, es gibt einfach kein Equip für uns. Rüstungen, Brustplatten bis 50. Ja. Also die Leute, die verkaufen wirklich keine Low-Items, weil die sind auch nicht so gut erfahrbar. Oder man farmt natürlich als Level 60er. Meistens und nicht, wenn man levelt, dann macht man Warzone schon, damit man genügend Erfahrung bekommt. Man findet einfach nichts. Das ist, man muss halt wirklich in der Warzone. Ja, ich weiß, dass sie eine Invasion macht. Ich weiß. Dass man halt wirklich in der Warzone leveln muss mit den Items, die ihr habt. Auch wenn ihr viel schlechter seid als andere. Es macht nicht so festen Unterschied beim taktisch Spielen. Indem ihr euch schnellstmöglich wieder zurückziehen und so. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, dann Level 60 Items zu kaufen und auszurüsten. Das ist besser, als wenn ihr mir jetzt ständig Monster kloppen, Quests machen und so. Ich habe zum Beispiel hier 28 schon seit gestern Abend getötet von den Syrten. Also, jo, es geht schon. Ihr müsst einfach mindestens einen großen Hit machen, ihn stunnen oder Spieler buffen. Und nicht überbufft werden, das ist das Wichtigste. Also immer auf Stufe 5 buffen, alles andere bringt nichts. Und den Skills natürlich. So. Also dann gehen wir mal bei Mini. Denke schon, also es ist einfach am nächsten, aber wahrscheinlich am besten bei Manny durchzugehen. Wobei, ja, die Igen denken schon, ja, ich müsste Manny verteidigen oder so. Ich gehe zur Brücke dort. Und ja.
Vielleicht finden wir ja einen Anschluss und dann haben wir auch eine Chance. Ich werde, denke ich, diesen Part auch ein bisschen länger machen. Hab zwar noch etwas vor und um 2 habe ich leider. Ja, hatte keine Zeit für 2-3 Stunden. Aber einfach mal noch versuchen. Einfach regnen. Aufzunehmen. Jo, und dann habe ich wieder Zeit. Ich habe auf jeden Fall noch einen Goat Simulator 3 Part. Und wenn es mir besser geht, ich habe ja immer noch Migräne, mache ich sicher mal noch einen Livestream von Regnum. Aber Regnum ist das beste Spiel zum Einschlafen, also nicht zum weil es langweilig ist und weil es einfach manchmal gemütlicher ist. Man muss zwar etwas machen, aber es dauert halt, das Laufen und so. Und deshalb ist es für mich eher besser, wirklich zur Ruhe zu kommen. Ich habe sonst eigentlich immer Transport Fever 2 gezockt oder Minecraft und das hat mich manchmal ein bisschen aufgerieben. Am Abend, wenn ich müde bin, zocke ich immer zuerst Last Epoch. Weil das Action ist, das tut mich ermuntern und dann meistens etwas, was mich zur Ruhe bringt. Jo. Und das ist eigentlich jetzt immer Regnum am Abend. Weil so um 23 Uhr haben auch die meisten Spanier dann los zu spielen. Aber es ist sehr wenig los. Also es ist momentan. Ich bin verwundert, dass Sahneschnittchen noch in der Gede ist. Also in der Gede von den anderen, aber wo ich drin bin. Aber sonst ist niemand mehr richtig aktiv dort. Finde ich schade. Also kommt alle zurück. Jo, schließt euch zusammen bei den Eisen. Macht von mir aus neue Accounts und so Sachen, aber ja, wir sollten alle Deutsche in einem Reich sein. Es sind ganz viele durch Valhalla halt in Syrtis und die sind jetzt nicht mehr so überlegen. Also sie sind schon noch zahlenmäßig meistens überlegen, aber nicht mehr so effizient. Und das ist gut, weil wir Eisen sind schon öfters sehr, sehr gering besetzt. Können wir leider nichts machen. Bitte nicht so schnell. Mann, wir haben schon den Edelstein. Ich will doch nochmals warm aus der Künstler. Bitte, nicht so schnell. Wir werden sicher abgefangen, ja. Jo, schade, dass Regnum halt in den 15 Jahren, 17 Jahren sogar, ja, halt wirklich nicht gut gewachsen ist durch diese vielen Entwicklerwechsel, hardcoded Settings und so. Es ist ziemlich wenig passiert. Türme sind dazugekommen, irgendwelche Regeln, die Schiffe sind dazugekommen, also die Boote, ja, die verschiedenen Inseln für anderes PvP zu Sachen. Events sind dazugekommen. Spells wurden verändert, aber sonst wäre echt wenig. Also, vor allem das, was Spaß macht, ist einfach meistens nicht gekommen. Ich hoffe, es wird besser wieder. Oder es kommt einfach ein neues Champion zur Verregnung. Aber ja. Viele sind halt auch ein bisschen enttäuscht vom Pay-to-Win, was das Spiel halt macht. Und halt von der Langeweile. Es macht nicht immer Spaß. Das müssen sie unbedingt mal ein bisschen, ja, verbessern, dass man nicht mehr so Langeweile hat. Und ja, zum Livestream und Let's Playen ist es halt auch nicht so ein Spiel, oder? Die Zuschauer haben nicht immer Lust, da alles zuzuschauen. Die Leute haben immer weniger Zeit und da muss man Spiele spielen, die mega hektisch sind oder taktisch irgendwie, dass die Leute zuschauen. Und immer so schnell wie möglich, oder? Sonst ist zum Beispiel eine Story für jeden langweilig, wenn er schon die Story kennt oder so. Hier gibt es ja fast keine Story und hier kann ich jetzt auch keine Story zeigen, außer ich mache einen neuen Charakter.
die Quests nochmal. Aber die bieten auch nicht so eine Story, die jeder mitreißt. Also es ist ziemlich schwer halt immer zu verstehen, was wollt ihr sehen. Dadurch, dass einfach YouTube-Kommentare langsam immer weniger werden. Jo, richtig Interessierte auch nicht so zeigen, dass sie da sind. Likes habe ich genug, ja. Aber das bringt mir nicht so viel, wenn ich nur sehe, oh, ihr mögt das Video. Und die ab und zu Dislikes, die niemand sieht, ja, die kümmern mich überhaupt nicht. Die sind ja meistens gar nicht wegen dem Video, sondern weil einer denkt, der da, yo, der spielt das, ich dislike ihn oder so. So, jetzt schauen wir mal kurz, er ist der gleiche hier links. Und beide haben sie überhaupt. Wieso war der gelbe Edelstein nicht zu sehen? Weil er erst jetzt kürzlich kam wahrscheinlich. Okay, es ist sehr verzögert, man sieht es, es springt sehr schnell weiter. Ist immer schon so. Aber ja, wir haben gar keine Zeit gehabt. Die Spieler sind blitzschnell gewesen. Ja, haben sich halt aufgeteilt, klar. Aber wenigstens waren wir bei einer Invasion dabei. Auch wenn wir jetzt keine Belohnung bekommen. Okay, aber ich sehe sie noch nicht. Sie müssen hier vorne sein. Ja, hier. Okay. Also wenn ich jetzt oben durchgegangen wäre, dann wäre ich vielleicht noch rechtzeitig gekommen, aber ich wäre abgefangen worden. 100%. Es ist halt meistens so, man sollte schon Wege ein bisschen anders nehmen, dass sie direkt sind oder kein direkter Weg nehmen. Als kleiner Logi. Ja, aber ich habe jetzt schon wieder ein bisschen Erfahrung bekommen, ein, zwei Striche. Einen kleinen. Aber es fehlt einfach an Spielern. Ich kann nicht immer so viel Zeit investieren in der Regnung. Es geht einfach nicht. Wenn mehr Spieler wären, würde ich in kürzester Zeit eigentlich gut leveln können. Aber es sind zu wenig Spieler. Und das ist leider das Problem. Naja. Gleich kommen ja wieder Leute. Auf jeden Fall habe ich meistens, ja, in dieser Jahreszeit am meisten Lust auf Regnung. Weil der Karneval, Osterevent ist und so. Weihnachtsevent habe ich nachgeschaut, war richtig schlimm. Also es war nicht ein gutes Weihnachtsevent. Ich weiß überhaupt nicht, ob überhaupt Weihnachtsbäume da waren, weil es stand einfach nichts. Da habe ich ja gesagt, ja, nein. Ich bin jetzt momentan so mit Champions of Regnum beschäftigt, vor allem. Die Minecraft-Projekte waren ja toll, dass ich das einfach sagte, nee, jetzt dieses Mal kein Weihnachtsevent. Ich habe ja noch die Mütze von 2019 und die andere Mütze, die man jedes Jahr bekommt und das reicht. Ja. Und die können gerne mal schreiben, ja, macht an diesem Zeitpunkt mal ein paar Videos, wenn irgendwie ein Event da ist. Also ich denke, in 2 Wochen startet das, was du erwähnt. Das ist meistens so, glaube ich, 21. und 22. März gewesen. Und wenn es dann Ostereier gibt, dann gehe ich gerne auf die Suche nach Ostereier. Wenn es irgendwas anderes gibt, nur Bezahlshop, also nur Xymarine-Shop, irgendwelche Sachen, dann spiele ich nicht viel. Außer es ist vielleicht noch ein EXP-Event oder ein Loot-Event. Irgendwie so etwas. Oh, das ist mal wieder Xymarin, aber ich habe ja noch 44.000. Aber einfach nicht denken, ich hätte keine Lust auf Regnum, ich habe Lust. Nur zeitlich halt mit diesem Fußballtraining ständig. Also wenn ich jetzt wirklich viele Zuschauer bekäme, dann würde ich sagen, ja, das ist ein Projekt, das gefällt mir, weil es auch mich ein bisschen beruhigt. Bisschen runterkommen lässt vom Sport, dann mache ich mehr Folgen. Mache ich zum Beispiel bei Last Epoch auch so, wenn
es Zuschauer gibt, mache ich mehr Folgen. Wenn es weniger Zuschauer wie jetzt momentan gibt, mache ich halt ein bisschen weniger Folgen. Und es kommt gut an momentan. Ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich eigentlich nie nachschaue. Also Goat Simulator war gut, kommt gut an. Jetzt momentan nicht mehr so. Aber zum Beispiel Diablo 2 Remoted kommt gut an. Ich mache mehr Folgen, das mache ich momentan auch. Nehme nicht nochmals eine Folge heute auf und habe noch eine auf Lager. Und so. Also, wenn ihr Regnum-Videos seht, dann schreibt Kommentare am besten. Und ja, dass ich sehe, ihr wollt auch. Genau. Ja, sonst sehe ich es ja an den Aufrufen und so. Da weiß ich ja nie, ob es irgendwelche Leute sind, die einfach kurz mal reinschauen, weil sie sonst kein Video finden oder so. Oder ob es wirklich Fans sind. Am besten Kommentare schreiben immer wieder. Irgendwie, ja. Am besten auch mitspielen natürlich. Ist ein bisschen groß gesagt, oder? Also viele haben einfach keine Lust, weil das Spiel Pay to Win ist. Aber es stimmt, ja, es stimmt schon, natürlich. Lootkisten und XP-Booster und so. Ist schon Pay to Win. Aber. Also vor allem die Pets. Die machen halt einfach etwas sehr stark an Stat. Und jo. Und einfach die Loots, die man holen kann. Loot Boost und alles. Ist schon ziemlich Pay-Win leider. Aber die meisten Spieler haben sowieso zu wenig Geld. Also es ist noch ausgeglichen. Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass wirklich alle Sachen kaufen. Klamotten kaufen sie, ja. Pferde, also Reittiere. Und ja, ich muss ja auch bald umziehen. Ich hoffe, es ist nicht über Ostern. Sonst kann ich keine Osterwind sein. Heute hätte ich einen Termin gehabt, aber jemand ist krank dort, eine Ärztin. Also konnte ich nicht gehen. Dafür kann ich in Regnum mein Vergnügen haben. Also, dann machen wir doch kurz den Drachenwunsch noch. Bin ich jetzt gar noch nicht so am Nachdenken gewesen. Aber vielleicht gibt es ja etwas Gutes. Aber hey, das ist so geil. Also, es hat mal wieder einen Drachenwunsch. Kann mir jemand sagen, wann das letzte Mal vorgekommen ist? Es war damals, glaube ich, vor 2 Jahren oder so, immer wieder der Fall. Obwohl wir unterlegen waren, haben wir manchmal auf die Zeit gehabt, um Drachenwünsche zu kriegen, wo andere einfach nicht online waren. Ach Mist, wieso bin ich gelaufen? Die Überjahrstee-Taste ausgestellt. So. Verdammt nochmal. Es ist immer so also schwer, ein Bild zu machen, wenn alle laufen. Ich hoffe, es ist ein gutes geworden. Aber ich möchte hier oben auf einem Portal noch ein Bild machen. Ja, live mit Trago Basler, dem Kameramann, in der Schlacht um den Drachenwunsch. Alsius Wins. Naja. Okay, ist alles Spanisch. Da versteht man ja nur Spanisch. Ja, Spanier, also Argentinier sind sehr verfressen. Hey, jetzt hör auf, die blöde Taste. Wieso ist die gleiche Taste wie Laufen? Hä? Es gibt keine Laufen, automatisch Laufen-Taste. Laufen gehen, Autolaufen. Autolaufen machen wir mal auf Ö.
kann nicht. Auf L gibt's L schon. Ja, Kampflok. O. Machen wir O. So, und eben die anderen Tasten sind gar nicht zuweisbar. Es ist diese Taste, die ich einfach gefunden habe. Für hart ausblenden. Okay, jetzt läuft er nicht mehr. Also automatisch, ich habe die Taste weggenommen, ist die automatisch auf diese Taste, wo ich den hart ausblende. Ich finde die Spielprogrammierung so toll. So, machen wir vorwärts, nicht immer schön warten, sondern vorwärts machen. Spieler, die zu spät sind, dürfen nicht rein. Fertig. Okay, noch einer. Rein, rein tun. Ja! Mein Gott, es geht los. Geil! So, aber schnell rein. Schnell wie die Uzi. Rein, rein, bitte rein. Oh, bitte. Bitte rein. Oh, danke schön. Es könnte hier liegen, weil das sehr, sehr... Nein, ist es nicht mehr so. Im alten PC hat es manchmal hier drin gelegt. Okay, vielleicht einfach weil so ein bisschen. Ich glaube, am neuen PC war es auch so noch. Aber irgendwie leckt es nicht. Ich habe halt keine FPS-Anzeige. Okay. Sind alle unten? Nö. Ein bisschen Screenshots machen für Steam. Geil wäre, wenn jetzt der Drache angreift und ich bin so mittendrin. Also es gibt eine Auswahlmöglichkeit mit, ja, kämpft gegen den Drachen. Oder PvP gibt es auch. Aber es gibt zum Beispiel so, ja, mehr XP, mehr Belohnungen von den Spielern, von den gegnerischen Spielern, also Reichscoins und Warmastercoins. Wie heißen die anderen noch? Champions-Punkte. Ja, so Sachen. Man sieht es auch nicht, wie die heißen. Das sind, glaube ich, die Reichspunkte. Oder die Champion, die Regnum-Coins. Aber ja, ich habe jetzt auch eben ein halbes Jahr nicht mehr zocken dürfen. Ja, weil die Engine halt so überfordert ist und crasht. Also es gibt noch viele Spiele, wenn sie Alt-Tab machen, wie ich ja vorher mit dem Ding, mit dem Discord schauen und so, ist einfach crasht. Und wie kann man sonst Discord verwenden, oder? So, der goldene Drache ist hier. Leider sehr eindimensional, also er redet nicht, er macht nichts. Jo. Magnanit ist cool, das nehme ich mal. Drachen von Ignis zu bekämpfen. Kann ich leider noch nicht mitmachen, also ja, vielleicht mit dem Ritter. Die Drop-Chance wäre eigentlich für mich. Erfahrungsbonus wäre etwas für mich, der Goldbonus. Steht wirklich nicht, was die Leute nehmen, so XP Please. Ich nehme eigentlich den Droploot, weil der Droploot wirklich schlecht ist. Nein, ich nehme den. Ich will den Jäger auf Level 60 haben. Ich nehme EXP. Habe ich entschieden. Andere nehmen natürlich nicht EXP. Also vielleicht, weil sie einen Zwing noch machen, ja dann. Aber ich nehme EXP, weil das jetzt momentan am besten ist. Und dann machen wir lieber nochmals. Und dann machen wir mal Loot oder Ding. Magnaniten. Aber Magneten sind scheinbar auch nicht mehr viel wert. Oh. Aber es gibt keinen Kampf. Es gibt auch kein PvP. Wieso nicht? Also ich wäre sowieso tot, aber... Ja.
Wenn wir nur Mitspieler hätten und ein bisschen Arena machen könnten dann oder so. Irgendwie ein Event machen. Aber so Schatzsuche und so war vor 2 Wochen nochmals, aber sonst eigentlich nie. Und es gibt noch andere Events, wo die Game Master machen, aber sehr spärlich. Ja, da war Roy Momo, also wo Ding war, Karneval. Dort habe ich gedacht, ich versuche es nochmals und gelöst habe ich es dann erst 10 Tage später, dass es nicht mehr crasht. Ja. Also die Lösung war einfach, ich kann es nicht auf einer SSD-Festplatte speichern. Es funktioniert nicht, es crasht. Ich habe es jetzt auf der C, da habe ich einfach viel Platz gemacht dort. Und ja, jetzt habe ich es auf der C und jetzt funktioniert es. Das Spiel ist vielleicht zu alt für SSD-Festplatten. Und das macht mit der Grafikkarte halt Glitch. Also es war damals einfach das Problem, dass ich echt Mega-Lags hier drin hatte. Ich war wahrscheinlich wegen Ambient Occlusion. Das war total überfordert hier drin. Jetzt habe ich es ja aus. Und ja, es ist zwar immer noch sehr düster, auch hier drin. Aber dennoch, man sieht einfach mehr ohne. Also dieses HDR, Ambient Occlusion oder Raytracing oder so, stellt das aus für solche Spiele. Das müsst ihr nur haben, wenn ihr unbedingt ein Singleplayer-Spiel, ein Shooter oder so spielt und auch schöne Grafik wollt. Aber in einem Online-Spiel ist das nur lästig und mühsam. Jetzt tut doch abstimmen, ihr lausigen Faulenzer. Es geht immer so lange. Kann man nicht ein Zeitlimit von 1 Minute oder so machen, bitte? Ach, liebe Regnum-Entwickler. Der ist schon gestorben vor langer. Habt ihr ihn gesehen auf dem Boot? Ja, Regnum und seine Langeweile. Stellt es mal ein bisschen aus. Ein Entwickler muss die Langeweile doch besiegen. Vorwärts. Sprudel noch. Sprudel selber noch. Alle brüllen um die Wette. Hopp, vorwärts. Mach doch mal vorwärts. Ah. Oh. 43 Minuten, hey. Oh. Ich habe bald keine Zeit mehr. 13:42 Uhr ist. Oh, Loot, danke schön, genau das, was ich brauche. Ich werde jetzt mit dem Barbar looten. Also, jetzt kann man raus. Ja. Habe ich eigentlich die Auszeichnung schon mal bekommen mit diesem Charakter? Ja. Denke schon. Okay, jetzt geht's raus. Dankeschön fürs Zusehen. Viel Spaß noch mit anderen Videos oder anderen Hobbys. Und ja, es ist düster. Dankeschön und bis, ja, nächsten Part, der kommt auch bald. Tschüss.